Jo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist und wir machen weiter in der 5-Dies-Kampagne mit... Jetzt bin ich zu weit. Täuschung des Tricksers. Teil 1, hier ist ja 2. Wow. Und zwar mal mit Crows Deck wieder. Ist schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal mit dem Deck von Crow spielen konnten. Seelenentzug. Aktive Karte. Wow. Ja. Bruder. Yo, Bruder. Oh Mann. Ja. Zahlt der Zellermarke rauf. Der magischen Ritter. Okay. Wir haben da einfach dreimal gleich Monster wieder. Mhm. Rüstungsmeister. Oh, Schwarzflügeldrache. Eine schwarzgeflügelter Drache. Das gefällt mir. Mhm. Mhm. Muss man die Pixel auf dem Spielfeld zerstören. Kannst du deine Hand ein Schwarz entdecken. Machen wir halt einfach mal. Irgendwas, was vier Sterne während der Battlefest ist, falls du kein Muskel. Achso, hm? So, nehmen wir die. Ich habe eine Bohrer der Speer als Spezialbeschwörung gerufen. Attacke Bohrer. Und weg damit. Nehmen wir ihn hier. Bam. Ein goldener Pfeffer. Malus Spielmarken. Hm. Finger. Schugende, sag ich dazu nur. Drecksau. Wenn ein offenes Monster auf dem Spielfeld, das wird bis zur Endphase-Stufe. Wow, hätten wir jetzt mit ihm nicht sehr gut machen können, aber gut. Schwarze Keuchi der Tages. Wir verbinden uns jetzt mit der Prüfung im Spiel, das Gerät erzielt, Schwarze außen. Ah ja. Dann wollen wir ihn noch mal rufen, unseren schwarz geflügelten Drachen. Muss ich ganz ehrlich sagen, von den Synchromonstern, also schwarz geflügelten Synchromonstern, ist das wirklich irgendwie mein Lieblingsdrache. Oder allgemein Lieblings-Schwarzflügelmonster. Jo, aktivieren wir gleich mal. Und. Falls du zu siehst, kann diese Karte dieses Spiel kannst du diese Karte Material auf dem Friedhof gelegt oder Teil zu. Ha. Hier in der Verteidigung.
Bams. Also bislang ist es ein recht einseitiges Duell. Lege eine Station muss von der Hand auf den Friedhof, um ein Monster zu bringen. Machen wir. Na, was wart? Norsha sind Venus. Du kannst dich schon die Fernmonster. Ah. Ja. Dann hauen wir doch gleich mal rauf hier. Haben wir hier Blizzard der Hohe Norden. Na, vielleicht im nächsten Zug. Gehen die Battleface einmal bitte. Ein Hammerschlag da. Ach, jetzt kann ich nichts mehr beschwören, schade. So. Reliquium. Okay. Ist ja nicht so dufte. Vielleicht trenne ich Spreu vom Weizen gerade im Schnellverfahren. Na komm, beschwören wir noch ihn, weil es so witzig ist. Und abrunden wird die ganze Sache unser Schwarzflügel-Rüstungsmeister. Sag mit dem Deck von Crow komme ich wesentlich einfacher klar. Weil der Deck ja größtenteils auf Spezialbeschwörungen getrimmt ist. Und Schwarzflügel, geflügelter Drache, Attacke! So. Na, und weiter geht's wieder mit Yusei. Na Himmel, Arschloch, was sind denn das hier alle für Karten, Alter? Halleluja. Was haben wir denn überhaupt, halt? Eine Penga-Synchro-Monster plus Sternstaubdrache. Hier majestätischer Drache. Plus Sternstaubdrache plus Nicht-Empfänger-Monster. Also E-Mail-Check. Wow. Beispielsweise ihn. Wie viele Sterne hat denn das Ding überhaupt? 10 nur. Also müssen jetzt jeweils 1 Stern im Monster sein. Yay. Wenn diese Kreise Schlange von der Hand beschworen wird, kann in dem Monster das Kondis ausrichten. Wenn es verziehst du, kann diese Monster während der nächsten Zimmer zurückkehren.
Falls diese Karte im Friedhof. Na, machen wir erstmal hier. Valhalla gefallen. Mhm. Ich mag dieses nordische Ungeheuer jetzt schon nicht. Schlimm ist, es sind größtenteils alles Dingsmonster, alles Empfängermonster, was ich jetzt hier. Ja, wie viel hatte der? Ja, 100, das ist die Hauptwehrspur, die Hauptwehrsprung eigentlich. Geht sofort in die Main Phase 2, okay, das irritiert mich. Ich will kein Empfängermonster mehr zu meiner Decke, zu meiner Hand hinzufügen, Mensch. Wow. Kann man zwar mal machen. Na, was hast du denn da jetzt schon wieder? Wow. Drecksau. Jetzt will er aber wissen. Ich schütze mein Monster. Wow. Jetzt will er wirklich wissen. Oh, den Vater der Asen. Oh mein Gott. Aha, aha. Was macht denn einmal spielst du während des Semper Phase? Jedes Spiel, das du kannst, ein Asenmonster wählen, das du kontrollierst, annulliere die bis zum Ende dieses Spielzugs deine Effekte. Falls du dies tust, zieh dir alle Karten. Ja, dein Gegner kann weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung. Achso. Zweiter Schuss. Ah, was nützt mir das hier? Wow, echt jetzt? Ne, brauchen wir nicht. Ja, lass ich durch. Lass ich auch durch. Aber bei ihnen kannst du es vergessen. Hm, so. Ja, wapp, wapp. Versuchen wir es jetzt nochmal. So. Ihn beschwören. Schön, dass du auf... Ah, stehe. Stachelschraubenigel ist auch da. Ja, wir holen jetzt aber trotzdem ihn. So. Muss ein Zug lang, muss er nur überleben. So, die anderen Bane-Monster können sowieso nichts machen, nur sein Odin kann was machen. Dagegen halt gerne mein Vogelscheuche.
Was? Wie jetzt? Hä? Was zur Hölle? Superstange Samurai Centauri Kyubi. So eine schöne Karte. Also zumindest vom Design her. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ach du Scheiße. Doppelkrieger, wenn ein oder mehr Monster als Spezialschwung von der Friede beschworen werden, außer wenn Damage Nap, diese Karte als Synchro-Material auf den Friedhof legt, kannst du die zweite Bild. Ja. Jetzt haben wir, lege ein Monster von deiner Hand auf den Friedhof, beschwöre ein Monster Stufe 1 als Spezialschwung von deiner Hand oder deinem Deck. Ich weiß durch. Ich dieses Karte nur hat der Gegner mindestens 1000 Lebenspunkte mehr als du hast. Ja, nee, ist klar. Probieren wir es. Attacke! Ich wollte sagen, mein Monster zu übertrumpfen ist keine Schwierigkeit. Da Yusei auch genauso dämlich ist und nur so eine schwachen Monster ins Deck packt. Ich meine, ganz ehrlich, wir können uns weder verteidigen vernünftig noch angreifen. Ja, er beschwört schon mehr sein Spuchtel Odin. Was kann denn dieser scheiß Odin eigentlich? Ja, ziehe weiter Müll. Müll ist das Geilste, was du ziehen kannst. Ganz ehrlich, da fragt man sich doch, aus was besteht Yusei's Deck? Ein bis drei Sterne Monstern, ja, und das war's. Mal, um irgendwie eine Verteidigung aufzubauen. Ach Quatsch, brauchen wir nicht. Ich bin ja ein Synchro-Spinner, der versucht mit dem Herz der Karten. Ach, was weiß ich, Alter, ey. Bau dir ein vernünftiges Deck, Yusei. Junge, ganz ehrlich.
Ich hab Schweine bessere Decks bauen sehen. Yay, yeah, natürlich greift er mit dem schwächeren Monster zuerst an. Yay, yeah, geile Logik-KI. Runde könnte gerade schon wieder richtig elendig sauer werden, Alter. Was nützt mir? Ich habe nur fucking Ein-Sterne-Monster auf der Hand. Ich sage, ich habe schon scheiße bessere Decks bauen sehen. Button, warst du jetzt nicht mehr so sicher, ob du mit deinem schwachen Monster angreifen musst? Nee, er zieht ja auch immer genau die richtigen Karten, um seinen Schwuchtel-Odin zu beschwören. Ist auch so ein Ding, wo ich mir denke, Alter, was soll der Bullshit? Wahrscheinlich hat er hier wieder das Auge zu liegen. Wer sagt? Sternstaubphantom. Dafür müsste ich doch aber erstmal den scheiß Sternstaubdrachen beschwören können, Alter, Leute. Selbst wenn, wir schaffen es doch nie im Leben lang genug hier hinzuhalten. Ja, das war schon wieder. Ne, also ganz ehrlich. Sorry Leute, aber da brauche ich gar nicht weitermachen. Ich weiß nicht warum, Leute, aber ich mache 3 Kreuz, wenn dieses Projekt mit der Aufgabenstellung auch so beendet ist. Und es endlich daran geht, dass ich mir mein eigenes Deck baue. Klar, viele von euch werden vielleicht jetzt sagen, ja, dann bau dir auf dein eigenes Deck. Denn ist aber wiederum, ich betone immer wieder meine Aufgabe weg. Ich habe mir die Aufgabe nun mal selbst gestellt, das Spiel mit den Geschichtsdecks durchzuspielen. Und seien sie noch so scheiße. Was haben wir jetzt hier? Kosmischer Kompass. Wenn diese Karte zum Ausschauen kann, Kompass spielen machen. Ah ja. Ein Wunder. Jetzt ziehst du einen Empfängermonster nach dem anderen. Jetzt ziehst, haben wir gar nicht eins mehr auf der Hand, oder? Natürlich. Ey, so ein Opfer, der Haldor. Da hätten wir jetzt eine Karte mal auf dem Feld gehabt.
mit der wir wenigstens ein bisschen was reißen hätten können, aber nein. Ey, wie schnell der sein scheiß Odin beschwören kann, das ist doch nicht normal. Komm, jetzt gib mir den Gerümpelsynchronisierer. Ist das ein Gerümpelsynchronisierer-Spiel? Nein, ist es nicht. Das ist ein hässlicher Sternstaub, Shenlong. Hä? Oh. Ja, können wir das Duell gleich wieder aufgeben, weil wir kriegen nichts gebacken damit. Jetzt ziehen wir, Alter. Jetzt werden wir ihn sowieso nicht mehr brauchen, weil wir gar nicht erst schaffen, unser Monster aufs Feld zu kriegen. Wie zur Hölle? Ich will es mir gar nicht ausmalen. Also, ne. Wobei. 4, 3. Warum soll der Empfänger sein? Bitte lass mich noch einen Zug überleben, Alter. Hier, komm, geh mir auf den Sack damit. Hoffentlich klappt das jetzt so, wie ich es mir erhoffe. Mir klappt das eben nicht. Verdammt. Fällt mir jetzt gerade auf. Ich habe mir das gerade echt viel zu simpel gedacht. Was nützt mir das, den jetzt zu beschwören? Ja, wow. Wenn ich jetzt wenigstens irgendwie noch ein anderes Monster beschwören könnte. Ist doch alles zum Kotzen hier. Freunde, das war's sowieso mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir persönlich hat's nicht gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu einer weiteren Folge. Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Bis dahin, gehabt euch wohl und ciao!